Guten Tag, ich heiße Leslie Henny und das sind Top News von der Woche auf cetoday.ch. Sonos sucht einen Partner fürs Consumer-Geschäft. Der Audiohersteller will sich in Zukunft nämlich ganz auf seine B2B-Sparte konzentrieren. Außerdem, die neue Canon-Kamera EOS M50 Mark II ist auch eine Webcam. Dank USB-Ausgang und Gratis-Software kann man mit der Kamera auch streamen oder Anrufe per Zoom und Co. durchführen. Und die Schweiz und die EU kommen eine neue Energieetikette über. Auf dem Label wird Energieeffizienz von Geräten neu auf einer Skala von A bis G angegeben. Außerdem hat es QR-Codes auf den neuen Etiketten. Diese und viele weitere spannende News finden Sie auf cetoday.ch. Wenn Sie täglich möchten wissen, was in der Schweizer CE-Branche läuft, dann melden Sie sich gratis für unsere Newsletter an unter cetoday.ch/newsletter. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende und viel Spass beim Lesen. Ich sehe deine Nasenhaare. Du musst nicht reinzoomen, geh wieder raus. Okay.